hier ein Praktikum machen. Ich bin von der Grundschule. Oh, super, ja. Ich habe schon gehört, dass wir uns besuchen. Ja, ich wollte, genau. Schön. Ich meine Hand mal loslassen. Ja. Ja, ich wollte mal erstmal so ein bisschen die Lage checken, ob du auch alles cool ist, ob ihr cool drauf seid. Okay. Und ja, dann werde ich mal gucken, ob ich ein bisschen was dazu beisteuern kann, von meinem Talent zu schreiben. Das kannst du bestimmt. Und dann zeige ich dir doch erstmal die Räume und guck dir das mal an. Genau, ja? Coole Sache. Okay, dann cool. Komm mal mit. Nice, ey. Coole Sache. So, Sandra, dann komm mal mit. Mhm. Hier ist unser Redaktionssekretariat. Ja, okay. Unsere beiden kompetentesten Mitarbeiter. Ah, ja, okay. Ja, ganz schön. Na, wen hast du denn dran an der Strippe? Washington. Washington, ja. Grüß mal hier Berlusconi von mir. Sag mal Bunga Bunga, Sandra, dann erinnert er sich an mich. Und hier, du so, was machst du da? Ja, ich, Korea ist gerade so ein wichtiges Thema, das habe ich so im Blick und da ja, muss ja. Ich... Ja, na, das ja mal schön nicht so spannend. Das ist jetzt unsere Zentralredaktion. Mhm. Und hier muss man schön leise sein. Ja. Weil hier müssen sich alle konzentrieren. Okay. Ja? Okay. Moin! Hallo, ich bin Sandra. Ja. Gut. Schön weiter so. Volle Motivation hier. Ja, krieg ich nicht erkennen hier. Ja. Kann ich den mal rausschmeißen hier vorne einmal? Neues, ja. Ja, hier musst du noch mal gucken. Alles, was man anfassen kann, schreibt man grob. Dass du da nochmal guckst, alles, was man anfassen kann, schreibt man groß. Das sieht alles ganz gut aus. Denkst du hier auch noch, he, she, it, es muss mit, ne? Ach, ja. Ja, ja. Gut. So, wo ist meine Führerin? Was ist mit Korea? Korea ist gar nicht. Hier ist jetzt die Redaktionskonferenz. Ja. Korea ist so. Ich bin ganz leise, dass wir gleich wieder verschwinden. Ja, hallo. Ich bin Praktikantin hier bei Ihnen, bei der Zeitung. Lasst euch nicht stören, geht einfach, ich werde euch bitte verbessern. Also wir haben immer noch Nordkorea. Mhm. Das gehört eigentlich ganz nach oben. Ja. Wissen wir. Mhm. Und ganz frisch reingekommen sind die Warnstreiks bei der Post. Oh, schon wieder, ey. Ich habe gestern mal mitgeschreibt. Schlimm. Leute. Aber ich würde das anders schreiben mit China. Ja. Da würde ich nochmal drüber nachdenken. Dann haben wir jetzt wohl alles und können jetzt an die Arbeit gehen, glaube ich. Ja, ja, aber wir können nochmal ganz kurz, Entschuldigung vor der Aufmerksamkeit nochmal. Ich habe noch 2, 3 Themen, würde ich gerne noch ansprechen für die Zeitung, für die Aufgabe. Und ja, vielleicht können Sie da noch mal Aufmerksamkeit bekommen. Schlagzeile Nummer 1. Franziska klaut Katrin das Pausenbrot und isst es einfach in der Ecke neben dem Klettergerüst. Nee, das geht nicht. Das ist total langweilig. Und das interessiert doch niemanden. Dann ist das viel kürzer und knackiger. Kürzer. Franziska klaut Katrin das Pausenbrot und... Nee, ich glaube, da muss das und am Ende noch mit. Das weg, das geht so nicht. Franziska klaut Katrin das Pausenbrot und am Ende weg. Super. Nee, das klingt scheiße, das klingt scheiße. Aber Herr Schmidt, ist nicht so schlimm, ist ja heute Ihr erster Arbeitstag, nicht so schlimm. Könnte ich kurz mal aufschreiben, Herr Schmidt, ist nicht gut für die Firma. Schmidt. Genau, Dankeschön. Sag mal, hast du noch eine Idee für einen anderen Artikel? Sascha ist Kacke. Wer zum Teufel ist Sascha? Mein Freund. Sascha ist doch nicht dein Freund. Hm? Also, meine Tochter, die kennt Sascha und die hat erzählt, ihr seid noch nie zusammen gewesen. Wie heißen die? Herr Möller. Mhm. Deine Fresse habe ich mir gemerkt, ey. Sag mal, Sandra, hast du noch einen Themenvorschlag, mit dem unsere Leser vielleicht auch mal ein bisschen was anfangen könnten? Lady Gaga ist voll geil. Oh, Lady Gaga passt überhaupt nicht. Nächster Vorschlag. Herr Möller ist voll dumm, weil er hat keinen Plan von Leben, weil ich verwirklich mit Sascha zusammen. Aber jetzt ist echt mal gut. Also, ich glaube, das passt dir nicht mit uns. Also als Praktikantin funktionierst du schon mal gar nicht. Ja? Also rauskommen. Ich finde du so voll scheiße. Und geh ich jetzt halt weg. Tschüss. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Den kannst du mir auch gleich zeigen. Tschüss. Dankeschön für nichts. Tschüss. Wenn mir jemand die Tür aufmachen. Na, mal rein. Ja, ausgerechnet Herr Möller, auf jeden Fall danke. Und tschüss. Ich will mich antun, ey. Ja. Ist im Eckchen, dann mach ich. Hey, Sandra. Ich mach heute was mit Franziska, muss leider absagen. Liebe Grüße, Sascha.
ey, was ein Arsch, ey. Knie. Ich könnte voll durchdrehen gerade, ey. Ey, ich sitze hier, will so ein Praktikum bei der DZ-Zeitung machen. Da schreibt Sascha mir, dass er heute nicht kann, weil er was mit Franziska machen will. Kacke, ey. Franziska ist voll die hohle Butterbirne. Ich check einfach nicht, was der Typ mit so einer will. Ey, ohne Witz, ne? Ich schreib Sascha jeden Tag, dass ich ihn liebe und dass wir bald heiraten werden und so. Und er, der schreibt voll nie zurück. Aber kann auch daran liegen, dass mein Handyspeicher voll ist. Mal gucken, ob die das checken. Ja, vielen Dank. Oh, das hat gewackelt. Ja, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Nächsten Montag, also diesen Montag, am 22. wird dann vielleicht ein Artikel in der Zeitung, in der Dithmarscher Landeszeitung sein. Mal gucken, ob Sandra es da reingeschafft hat. Es könnte lustig werden, vor allem für Leute, die Sandra nicht kennen und diesen Artikel dann lesen. Und am 28., das ist ein Sonntag, bin ich, ist nur interessant für die Leute, die aus Schleswig-Holstein kommen, die anderen können eigentlich einen Tee trinken gehen. Am 28. bin ich am Sonntag um 15 Uhr auf der Aktivmesse in Marne und dort wird es die Möglichkeit geben, ein bisschen mit mir zu quatschen, Fotos zu machen, ich werde noch ein kleines Interview geben und wenn ihr Bock habt, mich dort zu treffen, dann kommt doch einfach mal vorbei, ich setze unten in die Beschreibung nochmal einen Link rein, dort könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen. Ich freue mich, wenn ganz viele kommen, jetzt seht ihr hier noch ein paar Videos, die verlinkt sind und ich bin schon draußen und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ich kann nicht mehr reden. Ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Samstag noch und wir sehen uns nächsten Samstag nochmal. So, und jetzt habe ich alles gesagt und bin raus. Tschüss. Oh, ich bin so dumm.